لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أما بعد Die Bewahrung der Seele ist die Reinheit. Die Hinterlassenschaft guter Taten ist der Stolz des Mannes. Die Führerschaft in der Religion ist Erhebung im Diesseits und Rang in der Ewigkeit. Und zu den Gebeten des Propheten Ibrahims a.s. gehört die Aussage und gewähre mir in der Nachwelt guten Ruf. Die Edlen und Würdigen sind jene, die Allah aufrichtig dienten und er sie ehrte, die Allah gegenüber wahrhaftig waren und er ihnen gnädig war, die in ihren Taten nur das Wohlgefallen Allahs suchten, sodass er ihnen eine Stellung verlieh, die sie bei keinem Geschöpf suchten. Um die sie bei keinem Menschen verlangten. Sie wandten sich Allah mit ihren Herzen und mit ihren Gliedern zu. So goss Allah Liebe und Annahme über sie unter den Menschen aus, wie er sagt, gewiss jene, die glauben und gute Werke tun, ihnen wird der Al-Erbarmer Wohlwollen erweisen. Wenn sich die menschliche Seele in ihrem Hochmut erhebt und in ihrer Verwirrung und ihrem Dünkel nach Ruhm unter den Menschen und Erwähnung in aller Welt trachtet, wenn sie wirkt, um sich zu zeigen und sich abmüht, um bekannt zu werden und sich überhebt, um erwähnt zu werden, ihr Ziel, verbreiteter Ruf und ein weithin bekannter Name. Die Seele neigt zum Bösen, wenn sie nicht mit Glauben und der Vernunft gewappnet ist. Sie stürzt sich gierig in Verderben auf der Suche nach Wünschen, und ist sich der Gefahren auf dem Weg der Leidenschaften nicht bewusst. Und niemand wird Erfolg erlangen, der nicht die richtigen Mittel zum Erfolg hat. Wenn die Seele ihren Neigungen folgt und danach strebt, sich selbst zur Schau zu stellen und bekannt zu werden, dann schleichen sich in das Herz tödliche Krankheiten, gefährliche Krankheiten, wie Heuchelei, Ruhmsucht, Bigotterie, Augendienerei, Egoismus, Geiz, Neid und viele andere verderbliche Übel. Und dennoch ist es so, dass der Glanz des Scheins weiterhin einige Seelen dazu verführt, unter den Menschen Ruhm und Sichtbarkeit zu erlangen. Einer solchen Seele gilt Abschied. Abschied dem Glauben, der obsessiv hinter Geld und Ruhm her ist. Ka'b ibn Malik berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei hungrige Wölfe, die auf eine Herde losgelassen werden, richten nicht solchen Schaden an, wie die Gier eines Menschen nach Geld und Ruhm für seine Religion. Da der Rang des Ikhlas, der Aufrichtigkeit, der Wahrhaftigkeit mit Allah schwer zu erreichen ist und die Seele das begehrt, was ihren Neigungen entspricht und Satan danach strebt, jede gute Tat zu verderben, muss der Diener unermüdlich darum ringen, die Begierden seiner Seele zu zügeln, sie zu kontrollieren und sie von der Suche nach Ruhm und Sichtbarkeit fernzuhalten. Denn in seiner Verborgenheit liegt die Rettung seiner Taten und in seiner Abgeschiedenheit liegt das Heil seines Herzens. Die Liebe zum Ruhm und zur Sichtbarkeit bricht Nacken und zerbricht Rückgrat. Wer dem Ruhm nachjagt, hat die Ränge der Gottesfürchtigen niemals erreicht. Er folgt der Habgier, wohin sie sich wendet, und den Neigungen, wohin sie sich drehen. Und weder das Lob der Menschen noch ihre Bewunderung nützen, wenn man nicht Rang und Stellung bei Allah hat. Das Lob der Menschen ist Spreu, die der Wind verweht. Das Lob Allahs ist Ehre und Erhebung, die bleibt. Ein Mann sagte zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Gesandter Allahs, mein Lob ist Schmuck und mein Tadel ist Schande. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das ist Allah. Das ist Allah. Das heißt, Allahs Lob ist Schmuck, mit dem man sich schmücken kann. Und sein Tadel ist Schande, von der man sich enthalten sollte. Es schadet dem Menschen nicht, wenn er auf Erden unter den Menschen unbekannt ist, aber sein Rang im höchsten Reich erhaben und bekannt ist. Die Gottesfürchtigen ringen
weiter mit ihrer Seele und widersetzen sich ihrer Aufsässigkeit, damit sie rechtschaffen und rein sind, aufrichtig und makellos. Sie verbergen das Gute ihrer Taten vor den Menschen und das sind hohe Ideale, die nur erreicht, wer sich Allah beugt. Und Allah liebt den Verborgenen, den wohlhabenden, rechtschaffenen Diener. Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu überliefert, er sagt, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, Allah liebt den rechtschaffenen, wohlhabenden, verborgenen Diener. Leute werden nicht geschädigt, wenn sie dahin gegangen sind, ohne bekannt zu sein. Allah kennt ihre Aufrichtigkeit in der Verborgenheit. Leute, die auf der Erde unbekannt sind, doch im höchsten Reich geehrt und angenommen. Leute, die ihre innersten Gedanken läutern und ihre Seelen veredeln, die nach Rechtschaffenheit streben, der Erleuchtung folgt und nach Geradlinigkeit, der Rechtleitung folgt, demütig vor Allah, unbekannt unter Allahs Dienern. In einem Hadith sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, mancher staubbedeckte, schmutzige, abgewiesene Arme, den man die Tür vor der Nase zuschlägt, wenn er bei Allah etwas beschwören würde, würde er es wahr machen. Als die Muslime die festungsartige Stadt Nahawand in Persien eroberten, dem heutigen Iran, einer der größten und gefährlichsten Feldzüge unter der Führung des Gefährten, des Prophetengefährten Al-Nu'man ibn Muqarrin Al-Muzani. Da kam As-Sa'ib ibn Al-Aqra' zu Umar ibn Al-Khattab, um ihm die Botschaft zu überbringen, dass diese Stadt eingenommen worden ist, dass der Feldzug siegreich war. Daraufhin fragte ihn Umar, hat Al-Nu'man dich geschickt? Hat er dich ausgeschickt? Er sagte dann zu ihm, Al-Nu'man ist gefallen, Befehlshaber der Gläubigen. Da weinte Umar und seufzte. Und er sagte, wehe dir, wer noch außer Al-Nu'man? Und da sagte er dieser und jener und erzählte einige Namen. Dann sagte er, und andere Befehlshaber der Gläubigen, die du nicht kennst. Und da weinte Umar und sagte ein epochiales Wort. Er sagte, es schadet ihnen nicht, dass Umar sie nicht kennt, aber Allah kennt sie. Aber Allah kennt sie. Dieser Satz verankert in den Seelen die Grundsätze der Aufrichtigkeit und errichtet in den Herzen die Bollwerke der Gottesfurcht, des Gottesbewusstseins. Aber Allah kennt sie, wie er sagt, er kennt euch besser, als er euch aus der Erde hervorbrachte und als ihr Embryonen in den Leibern eurer Mütter wart. Rühmt euch nicht selbst, er kennt sehr wohl den Gottesfürchtigen. Aber Allah kennt sie. Sie strebten nicht danach, sich selbst zur Schau zu stellen. Und sie sehnten sich nicht danach, Ruhm zu erlangen. Und sie ersehnten keine Orden der Ehre. Und der Schwache ist gefangen in seiner Naivität. Er verbringt sein Leben damit, die Blicke auf sich zu ziehen und sein Alter damit, dass auf ihn gezeigt wird. Als Al-Khatib al-Baghdadi sein berühmtes Buch Historie Bagdads oder Baghdads verfasste und darin mehr als 7000 Biografien von Gelehrten, Notablen und Herrschern aufzählte, bekam ein hanbalitischer Rechtsgelehrter Wind davon und fragte, hat er mich unter den Vertrauenswürdigen oder den Schwachen gezählt? Hat er mich in diesem Buch, in dem er 7000 Biografien aufgelistet hat, gesammelt hat, wo hat er mich erwähnt? Unter den Schwachen oder den Starken? Und dann sagten sie, bei Allah weder hier noch dort. Er hat dich weder hier noch dort erwähnt. Und dann sagte er sagte, wäre es doch, dass er mich erwähnt hätte und sei es auch nur unter den Lügnern. Und das ist der Zustand der Unwissenden. Sie erstreben Ruhm und sei es in Nichtigkeit. Verstand verlierend beim Streben nach Ruhm und Sichtbarkeit. Sie widersprechen der Wahrheit, um erwähnt zu werden. Begehen Schandtaten, um bekannt zu werden. Sie setzen sich der größten Selbsterniedrigung aus und zeigen sich in ihrem schlechtesten Zustand, nur um sichtbar zu sein. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Gäbe es nicht Verstandlose, die sich mit Schund zufrieden geben, so hätte er sich niemals erheben können.
Es gäbe keinen Ruhm für Unbedeutende, wenn nicht neugierige Folger da wären. Und wer den Niedrigsten anhängt, der wird niedrig. Und wer den Unbedeutenden Ruhm verschafft, der schafft Unbedeutendes. Die klügsten der Menschen sind jene, die sich selbst vervollkommnen und veredeln und ihrem Herrn gegenüber gottesfürchtig sind und über die Allah sagt, und wenn sie Sinnloses hören, wenden sie sich davon ab und sagen, uns unsere Werke, euch eure, Friede sei auf euch, wir begehren die Unwissenden nicht. Allahumma gfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina وتجاوز عن ذنوبنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم لا تجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين